Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Hier ist wieder Navigator und heute in einem Standard-Arena-Match. Gut, dass wir jetzt zwei Physics haben. Ich werde nämlich was machen, was Arena jetzt eher selten gibt. Ich werde Ra nehmen. Das ist ein ganz einfacher Grund. Ja, man sieht schon. Ich habe Goldskin. Ich habe die 15.000 Favor zusammengekratzt. Habe jetzt einen Goldskin gekauft. Ich habe keine Lust dafür, Gems auszugeben. Deswegen spare ich dann lieber das Favor. Und 15.000 ist schon ein ganzer Haufen. Also von 15.000 kann man sich, glaube ich, die billigsten 5 Götter kaufen. Ich habe halt Ultimate God weg. Deswegen kann ich das nicht machen. Aber selbst ein Gott kostet maximal 5.500. Und die billigsten gibt es irgendwie so ab 1.000. Also ich glaube, so 1.500 ist dann Kuppelt. Ja, aber stimmt. Wir 3 Mages, 2 ADCs, Physics, Tank, ja. Wird etwas einseitig sein, weil wir einfach Mages und ADCs, das war's. Was haben die? Mage, ADC, ADC, Warrior, Mage. Ja, okay. Ist ja auch nicht so viel besser. Kein Schubelonke im ganzen Spiel, das wundert mich jetzt. Man sieht, warum ich es gekauft habe. Ich sag selber oft, spätestens wenn man Level 5 ist, sollte man sich den Golden Skin kaufen, dass man bei Legendary dann auch den Legendary Skin gleich hat. Weil ich mich drüber aufrege. Vor allen Dingen, wenn dann so Leute im Chat schreiben, ja, ich bin gerade Legendary geworden, den habe ich jetzt seit drei Spielen bin ich Legendary, ich habe aber leider keinen Skin. Das ist so das ganze Team mit so Skins, am besten noch Pay-Skins oder so, oder Recolor-Skin oder das ganze Team mit Gold-Skins. Und der Typ, der Legendary ist, hat keinen einzigen Skin. Das ist sowas, da denke ich mir auch, muss jetzt auch so kommen. Kann ich halt nichts machen. So. Standardmäßig für Ra, Skills und Items. Ja, auch komplett Standard, den Vampire werde ich mir jetzt... Ist hier gar nicht, der ist bei Start-Items hier. Vampire Shroud werde ich mir nicht holen, da ich, ja, eine Arena-Match braucht man den halt nicht. 500 Gold spare ich mir jetzt noch auf, damit kann ich mir dann, ich könnte mir schon eine Active kaufen, aber hole ich mir dann lieber nur 425 noch drauf. Eins und... Alles. Genau. Alles greift an. Ich hau mal eins drüber. Krieg schön viel Erfahrung auf jeden von denen. Okay. Wird wahrscheinlich einer von den ADCs wird sich den Damage verfohlen. Schau, dass ich mir den vielleicht auch hole. Oh ja. Schön. Und ja, ich habe ihn bekommen. Wie geil. Ich habe mir den Damage Buff geholt. Die Cloud kann ich jetzt nicht sagen, war ich bin eigentlich der, der den Großteil des Schadens gemacht hat für den Damage Buff. Bei hier solche Typen, alles etc. Ja, wieder schön rausgerannt sind. Oh, und Minion Farmen. War das jetzt gerade die. Warum hat es eigentlich vorhin nicht früh gecastet? Ich glaube, das war jetzt auch kein früh Cast. Sollte sich merken, dass man auch. Oh. Ja, das kann sich ein bisschen heilen. Dann kann. Oh. Ist Apollo schon auf Level 5? Oh, ja. Apollo ist schon auf Level 5. Der ist aber gleich tot. Ja. Was habe ich gesagt? Jetzt sollten wir aber echt schauen, dass wir abhauen. Wow. Skylla will es wissen. Jetzt weiß sie es. Sie kann es nicht. Ist gemein, aber ich würde sagen, das stimmt sogar. Oh, Skylla liegt der Trick ja eigentlich daran zu treffen, aber natürlich. Den hole ich mir jetzt. Egal, ob der irgendwer anders gemeint hat, wer könnte sich den schon holen. Will der jetzt wirklich gegen mich kämpfen und verliert dabei? Oh. Bei der Ulti sollte ich aufpassen.
Ich weiß jetzt nicht so, die ist keine der stärksten Ultis oder so. Aber dann doch ein ganzer Haufen. Hallo hier. So ist. Rennt zu Fuß nach Hause. Ursache, im Heilfeld von Ra kann man sich dann auch sogar recht gut verstecken, wenn man sich zurückportet. Was ich gemerkt habe. Oder verstecken, dass man gerade die Ulti castet. Also wenn der Gegner etwas weiter entfernt ist, sich backportet, dann machst du, wenn du auch Lowlife bist, machst halt dein Heilfeld und tust dann so, als ja, würdest du dich einfach nur warten, heilen und derzeit kannst du schön gemütlich deine Ulti casten, ohne dass den Gegner sieht. Ja. Und da wir gerade bei Attacken sind, eine Sache, die ich ziemlich mies finde, dass du hier, wie bei den meisten Goldskins, keine extra Animationen hast. Also, keine Ahnung, noch ein Ymir finde ich dann auch so unnötig. Keine goldene Wand, keine goldenen Eiszacken. Hier ist es Licht. Natürlich, goldenes Licht war auch cool. Muss jetzt nicht sein. Bei manchen anderen sollte es schon sein. Ist es aber leider nicht. Weil das Goldene ist nur bei den wirklich coolen Animationen. Es sind dann auch golden. Finde ich bei Ra ein bisschen schade, weil Ra haben sie ja insgesamt jetzt auch mit dem Alienware UFO etc. so gemacht, dass ja halt die Skins anders aussehen. Aber halt nur beim Alienware. Der Solar Eclipse hat auch keine Extras, auch wenn man den schön rot machen könnte, so blutrot. Schön. Da kommt irgendwer seitlich, der mich einfach nur nicht interessiert. Und mir ins Clearen. Das war vor, bevor ihr Ulti runtergekommen ist. Die Animation war noch da. Also das ist so, gibt's bei Skiller auch, dass wenn sie stirbt, dass ihre Animation noch hängen bleibt. Nein, mit 1 verfehlt. Und dafür gerade noch aus der Ulti herausgekommen. Und ohne ist auch noch von irgendwem. Ja. Läuft ganz gut. Sogar da ich mit einem Midlaner, Solo-Laner hier im Dschungel bin. Nicht Dschungel, in der Arena bin. Arena ist so eigentlich dann einer, wo man mit Area Damage oder ADC und sowas kommt. Und nicht ich. Ich mache ja auch Area Damage, aber mein Area ist halt bis auf das hier keine große Fläche, sondern halt eine Linie. Das ist eine Arena jetzt, wo man eigentlich hauptsächlich links und rechts ausweicht und nicht in der auf der Lane entlang rennt. Uneffektiv ist. Aber wow, man kann aber auch so aber voll durch die Menge durchschneiden. Ja, Hades und Zeus Ulti-Kombo. Ganz cool. Kann ich auch noch hinten reinhauen. Ja, das wird rennt jetzt keine Ulti-Kombo. Die kriegt es auch nicht hin, ihre 1 Fu zu casten. Weil ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob die irgendein Gott-Level hatte. Also wenn sie Gott-Level 1 ist oder höher, ich lach sie nur aus. Irgendein Gegner war sogar 3. Das weiß ich noch. Da kann man sie, glaube ich, dann echt nur auslachen. Wenn sie das noch nicht begriffen hat. Ah, mir fällt gerade auf, Atem ist auf unserer Seite. Da kann ich ja durch die Fallen durchlaufen. Mann. Ja, fehlt da schon. Oh je, nein, nicht. Nein. Das gibt's doch nicht. Oh. Ja, da war ich gestunt und. Oh, zu greedy, ich bin gestorben. Ich sterbe meistens, weil ich zu greedy bin. Hab man auch schon im letzten Spiel gesehen. Hades? Was ist los mit Hades? Wie steht's um Hades? 0-0. Hat auch seine Ulti wieder fertig. Weg, ihr Bö. Hat der gerade geleckt? Lass mich doch verarschen. Hat grad echt geleckt. Aber. Wollte zwar jetzt nicht mit dem Kill klappen, bin sogar gestorben.
Dafür habe ich mit meiner Ulti schön getroffen. Das finde ich dann immer, bin ich immer wieder stolz drauf, wenn ich dann jemanden, der seitlich wegrennt, aber mal treffen. Okay, auf die Kurzentfernung ist es kein Sniper mehr, aber... ja. Was wird das da, Hades? Wollt ihr beide wieder drauf gehen? Nicht Hades, sondern... Odin. Na, das schaffe ich nicht. David. Oh oh. Schickt bei mir doch sein Ult. Oh Mann, die schafft doch gar nichts. Ja. Hab. Odin ist leider schon gestorben. Deswegen kein Double Kill. Habe ich halt nochmal die Minions geplättet. Für auch einen Haufen. So. So, jetzt die Sache. Was investiere ich als nächstes? Ich glaube Magical Power. Ich überlebe doch recht gut. Habe jetzt auch den... ja, nicht mehr Winged Wand, Winged Blade heißt ja jetzt voll. Und bin damit dann doch gut gerüstet. Hab nur noch ein bisschen Kraft. Ja. Um einfach schneller und eindeutiger zu töten. Also sagen wir so, wenn ich Odin schon in seiner Ulti halb tot kriege. Was ich vorher eindeutig geschafft habe. Das lag damals noch nicht, glaube ich, am Levelunterschied. Vermute ich jedenfalls. Ich könnte auch mal versuchen, ihn mehr Damage basiert zu spielen. Ra. Ob ich das dann wirklich so rentieren würde, keine Ahnung. Oh Mann. Stand ich gerade. Oh je, ich stand. Stand gerade die ganze Zeit in Nuvas Mauer drin. Oh je, da hat Van Double Kill. Aus meinem Team wenigstens, aber ich hab ihn nicht. Es wurmt dann. So. Erstmal alle Skills 3 einsetzen. Jetzt ist auch schon mein Damage Buff weg. Das ist so typisch. Sobald ich mit Damage Buff hole, sterbe ich. Geht nicht mal aus den Minions drauf. Das ist ja. Oh ja, sie haben es nicht geschafft. Oh je. Hat Zeus schon wieder ein Double Kill? Ich weiß jetzt nicht, ob es vorhin Zeus war oder nicht. Aber hat schon wieder jedenfalls wieder ein Double Kill. Jeder Double Kill, den ich nicht habe, das regt mich auf. Habe ich schon mal gesagt, ich weiß. Andere Leute regen sich über Wiederholungen auf. Ist mir wurscht, meine wie. Jetzt geben die schon wieder auf. Mein 13. Spiel in Folge, was ich gewinne. Ich wette, davon sind mindestens 10 Spiele durch Surrendern. Weiß ich jetzt nicht genau. So. Ich. Oh je. Ich bin der Einzige, der zweimal aus meinem. Mein Team ist dreimal gestorben insgesamt. Das ist, wie peinlich ist das, dass ich bei diesen von zweimal dabei bin. Ja, nicht so stark wie Zeus. Aber halt auch nicht so viel mehr aus als er irgendwie. Ja, blöd. Ich glaube, Zeus aber mit Level 15 und so. War ganz. Zeus war gut. Creep Damage 30.000, da liege ich dann eindeutig vorne. Nein, Apollo hat mehr als ich. Oh je. Player Damage 7.000. Das mich drittbest aus dem ganzen Spiel. Wie hat die 8.000 zusammengekriegt, obwohl sie dauernd verfehlt hat mit ihren Sachen? Keine Ahnung, das kann ich mir echt nicht erklären. Ja. So, kurz noch. Recent Matches. Ganz witzig, dass man im System hier immer noch dann die Kills irgendwie angezeigt kriegt. Hier. Dürften 13 gewonnene Spiele jetzt sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bis Tür. 19, 11, 12, 13. 13 gewonnene Spiele in Folge. Muss ich die noch ausgleichen. Von denen habe ich wahrscheinlich Großteil sogar aufgenommen.
vermute ich jetzt mal. Aufgenommen, 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 aufgenommen. Bei Poseidon weiß ich es dann nicht mehr. Ich glaube, das mit Busted war auch aufgenommen. Keine Ahnung. Seht ihr hier die KD etc. Und so, ja, das mit Anubis war sicherlich nicht aufgenommen. Was war das? Ein Just 3 vs 3. Ja, da hatte ich ziemlich aufs Maul bekommen, weil ich irgendwie nie einen Kill gekriegt habe und dann stirbt man halt auch ein paar Mal, aber ansonsten ganz zufrieden. Ja, mit dem Spiel auch. Ja, mit dem jetzt nicht wirklich zufrieden, aber mit dem Rest hier sieht doch ganz gut aus. Und ja, man sieht sich dann beim nächsten Mal. Ciao, Leute.